Willkommen, ihr Lieben, zur Gewinnspiel-Auslosung der 10 WM-Tickets zur Weltmeisterschaft von Clash of Clans nach Hamburg. Und das Ganze hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich wollte das eigentlich in einem Livestream machen, damit ihr mir nicht nachsagen könnt: Ja, Toto, du schneidest das alles, damit deine besten Freunde hier gewinnen. Nein, natürlich nicht. Ich habe euch hier rechts unten oder links unten von euch aus gesehen meine handy einmal mit eingeblendet, sodass ihr seht, dass ich hier keine Schnitte reinbringe, hier keine Uhrzeiten verstelle oder was auch immer. Und. Ich wollte das ganze zwar live machen, aber so ein kurzes so ein kurzer Livestream, den kann ich auch nicht bringen auf meinem Kanal, denn äh, ich kann auch nicht da erwarten, dass ähm, einige Zuschauer dann noch so ganz spät, wo ich dann immer auf Twitch streame ähm, online sind und äh, das ganze hier dann eigentlich auch nicht mitbekommen, da ich dann ja hier dann eher weniger auf äh, YouTube online gehe mit meinen Livestreams, sondern eher auf Twitch und ähm, deswegen habe ich mich jetzt doch dazu durchgedrungen, davon eine kleine kurze Folge zu machen, also wir holen uns die zehn Gewinner. Ihr habt, ihr habt in jedem Fall das richtige Wort Katowice in die Kommentare reingeschrieben in verschiedenen Arten. Das ist auch richtig so. Also auch das ist richtig. Katowice mit einem T, Katowice mit zwei T und so weiter. Ähm denn so wird es geschrieben und äh, wir können das Ganze hier in dem YouTube Random Comment Picker auch filtern. Das heißt also KAT würde ich sagen hat so ziemlich jeder mit drin stehen und ihr seht das hier. Ich muss hier nur den YouTube Link reinpassen. Das habe ich, das mache ich jetzt. Das ist der YouTube Link zum Video zum Gewinnspielvideo und ähm, mit einem Klick auf Page sucht er beziehungsweise Kriege ich noch mal einen kleinen, einen kleinen ähm, Filter? Anything goes. Das machen wir mal nicht, sondern wir setzen hier ein Keyword-Filter und das Keyword ist KAT. Damit haben dann alle, die zumindest katowice egal wie es dahinter geschrieben wird, ähm, an der Auslosung teil. Wenn jetzt einer KAT heißt, hat er auch Glück oder Pech gehabt. Aber wir können einmal continue sagen. Damit hat er das Video jetzt eingelesen. Das seht ihr. Und. Wir können jetzt schon den ersten Winner picken, also 10 mal die Eintrittskarte bzw. das drei tage weekend ticket hier. Ja, legen wir mal los. Mit Picke-Winner, ihr seht glaube ich auch meinen Mauszeiger, jawohl, den sieht man ja eher selten in meinen Videos, aber wir picken jetzt mal den ersten Gewinner und ich hoffe, dass ich danach alle E-Mail-Adressen von euch auch irgendwo reinbekomme. Wenn nicht, dann wende ich mich nochmal in irgendeiner Form an euch, aber wir legen jetzt mal los und klicken jetzt mal auf, Pick gewinner und Lukas Kräfting LP. Super Gewinnspiel, die Quali war in Katowice AK Katowice. Okay, ich nehme mir den Namen hier immer raus, nehme den in eine Zwischenablage und paste den in ein Textdokument. Das seht ihr jetzt nicht, aber so sehe ich zumindest, ähm, wer es war beziehungsweise wie wir gezogen haben. Aber ich kann mir das Video natürlich auch nochmal an, anschauen und kann jetzt gleich den nächsten... Gewinner picken, das machen wir mal hier weg und nehmen den zweiten Gewinner. Der zweite Gewinner ist Gary Fossi, Qualiwein Katowice. Da seht ihr das mit 2t einmal geschrieben und auch hier nehmen wir den Gary hier mal mit rein. Einmal ein Doppel-Enter, äh, dann habe ich da immer eine Zwischenzeile für. E-Mail-Adresse e und wir nehmen den nächsten, den dritten Gewinner. Es ist der Fiji Fiji die Qualifikation, da seht ihr das Cut fand in Katowice statt, also passt auch, aber da, da seht ihr schon das KAT ist dann auch nochmal woanders. Also Glückwunsch an den Fiji. Das ist der dritte, nicht dass ich nachher elf, zwölf habe und muss euch mehr Karten rausschicken. Wir nehmen den nächsten Winner. Es ist Skimji of COC, oh, den kann ich sowieso immer so schlecht aussprechen, das, das sagt er mir sicherlich nochmal nach in einem, in einem Livestream. Katowice AK Katowice wäre super, ja, wäre super, wenn wir uns dort sehen, am Sonntag zumindest. Und wir nehmen den nächsten. Es ist der CK7. Gerne bin ich in Hamburg am Start. Die Qualifant in Katowice, Polen statt. Das ist absolut richtig. Auch hier ein herzlichen Glückwunsch, Team. CR7. Damit haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und wir holen uns den sechsten Gewinner hier raus. Es ist der DNT Rosario. Katowice Polen fand die Quali statt. Bin 14 Jahre alt, wunderbar. Ab 12 durfte man ja teilnehmen. Freue mich extrem und viel Glück an alle. Ja, viel Glück hattest in jedem Fall auch du, Rosario. Und den nehmen wir hier mit in meine Textdatei mit auf. Und wir holen uns den siebten Gewinner hier raus. Es ist Cromoletta. Katowice, einfach nur Katowice, das hat ja auch gereicht. Also, es brauchte kein fetter Kommentar sein. Es hat hier ein kurzer, knapper Hinweis. Nur das Lösungswort wurde oder kann man auch so schreiben, also mit einem T oder mit zwei T. Und damit haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir holen uns den achten Gewinner hier raus. Pascal in Katowice schreibt da. Jawohl, in Katowice ist absolut richtig. Und. Wir holen uns den neunten Gewinner hier. Zehn Karten gab es ja zu gewinnen oder gibt es zu gewinnen? Es ist der Tom. Der schreibt es gleich zweimal rein. Katowice, Katowice. So ist das in Ordnung. So ist auch die Schreibweise. Also haben wir hier einmal den Tom. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und eins habe ich noch ein Ticket. Also wir nehmen noch mal einen Gewinner hier. Es ist der Nick. Es ist der Nike. Die Stadt heißt Katowice und ist in Polen. Richtig, ich würde mich sehr freuen, wenn ich gewinnen würde. Da ich in dieser Zeit in Hamburg bin, ich möchte unbedingt die Clasher sehen. Trotzdem viel Glück an alle. Da sind die geklatschten Hände und der Nike hat hier auch gewonnen. Also die 10 Karten sind in jedem Fall weg. Und ähm, es freut mich natürlich alle äh, oder für alle Gewinner. Ähm, und ich hoffe, dass ich auch alle 10 sehe. Ich, ich kenne euch ja eher nicht. Ihr kennt mich ja vielleicht von meinen Videos oder aus den Livestreams. Ähm, allerdings glaube ich unter den Gewinnern kenne ich doch einen ist aber nicht so tragisch den erkenne ich in jedem Fall, aber Glückwunsch an die 10 Gewinner ich lese sie nochmal vor, wer es denn war nicht, dass ich jetzt einen vergessen habe Lukas Kräfting LP, Gary Fossi Fiji, Skimji of CoC, CR7 DNT Rosario Cromoletta, Pascal Tom und Nike, das sind genau 10, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, passt so Okay, wir haben unsere Gewinner und ähm, ich werde mir jetzt mal die E-Mail-Adressen raussuchen, beziehungsweise ich werde es mal versuchen. Bekomme ich die eine oder andere E-Mail-Adresse nicht raus, muss ich mich einfach nochmal an euch wenden, damit ich nicht nochmal drei nachnominieren muss oder so, sondern ähm, die zehn sollten es denn schon sein. Ähm, irgendwo hatte ich ja gesagt, müsst ihr euch darauf vorbereiten, dass ihr unter Umständen nach Hamburg fahrt. Also ihr könnt das in jedem Fall jetzt planen. Die Karten werden dann auf dem Weg sein. Wird sicherlich ein bisschen dauern, bis ich alle E-Mail-Adressen habe, aber... Herzlichen Glückwunsch nochmal an alle Gewinner. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ist eine relativ kurze Folge, war halt nur die Auslosung, aber es kommt heute noch ein Video. Da seid drauf gespannt. Das kommt etwas später im Nachmittag und natürlich heute Abend wieder Livestream auf Twitch TV. Also seid dabei. Link ist immer in der Beschreibung unten drin. Äh, auch mein Kanal heißt dort einfach, ganz, ganz einfach, Toto clash Und das Ganze ist auch genau wie hier auf YouTube alles umsonst. Das heißt also, Account erstellen. Toto einmal anmachen, followen und dann geht das ab da, dann haben wir ein bisschen Spaß und ein wenig Clash of Clans. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch nochmal und bis dahin, euer Toto. Escht.